Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video Nummer 60. Es ist wie immer ein Wochenupdate. Ich zeige dir, was ich diese Woche Schönes an meiner N-Modellbahnanlage gemacht habe. Die N-Modellbahnanlage Steampunk wird von Anfang an gebaut und wir sehen heute den Part 4 des Zeppelin-Landeplatzes und auch den Beginn eines neuen Abschnittes. Da kommt aber am Ende des Videos. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und bis gleich. Augen zu. Bis Minute 1,42. Ich habe es hingeschrieben. Und zwar folgendes. Das Video Nummer 48, das kann ich euch leider überhaupt nicht mehr zeigen. Meine Festplatte, was ich euch erzählt hatte, die ist nicht zu retten. Die ist kaputt. Ich habe von der Firma Bescheid bekommen. Das hat keinen Sinn. Die hätten wahrscheinlich Tage und Wochen gebraucht, da irgendwas auszulesen. Dann hätte ich irgendwelche Datenfragmente bekommen. Die hätten mir nicht im Entferntesten weitergeholfen. Weder mit meiner Firma noch mit meinem Video Aufzeichnungen. Und ich denke, das lässt sich verschmerzen. Deswegen habe ich hier mal ganz kurz auch schon ein bisschen Spoilermaterial reingebracht. Aber da war ganz gut zu sehen, was ich alles gemacht habe. Ich kann es ja auch ein bisschen erzählen. Und zwar hier unten den Aufgang am unteren Kante vom Bild da. Da sehen wir so einen kleinen Treppenaufgang. Den hatte ich damals gebaut. Die ganze Erde hatte ich hier aufgetragen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist zu verschmerzen. Das ist alles kein Problem. Und dann widmen wir uns mal diesem Video, was vielleicht viel, viel sinnvoller ist. Und ja, es beginnt jetzt der Dioramenteil des Ganzen. Ich hatte es eben auch hingeschrieben. Die elektronischen Komponenten sind es ja eigentlich nicht. Ist ja eigentlich nicht mehr im Elektrik. Aber ist ja auch egal. Das zeige ich euch im nächsten Video. Ich wollte den Umfang des Videos hier nicht sprengen und ich wollte es auch nicht zu durcheinander machen. Deswegen habe ich das jetzt rausgelassen, wie ich das gemacht habe. Auch das ist kein Hexenwerk. Ich weiß noch nicht, ob ich das als separates Video nächste Woche bringen werde oder ob ich es vielleicht unter der Woche bringe. Kommt drauf an, was ich alles schaffe, wie ich alles hinbekomme, dass ich natürlich auch ein Video füllen kann mit Material. Bringt ja nichts, wenn man leere Videos bringt. Aber wie gesagt, das werden wir nächste Woche sehen und jetzt im Sommer ist das ja eh alles nicht allzu schlimm. Ich sag mal, wir sehen es ja auch, es wird ja nicht allzu viel jetzt passieren und auch geguckt werden, was ja völlig normal ist. In der Ferienzeit ist ja auch schön und ich freue mich natürlich auch, wenn die meisten von euch oder viele von euch im Urlaub sind und sich schöne Tage machen. Und wenn er wiederkommt, dann guckt er bei mir hier rein und dann freuen wir uns alle zusammen. Ja, im Hintergrund sehen wir schon, ich gestalte jetzt den Hintergrund dieser grünen ehemaligen Styrodur- oder Hartschaumplatte. Ich werde wahrscheinlich im übernächsten Video, wo dann das Modul fertiggestellt wird, werde ich dann mal so ein Vergleichsbild machen, wie das Ganze vorher aussah und wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Und ich habe es ja am Anfang auch schon geschrieben. Es ist ein kleines bisschen schade, weil man diesen Teil, den ich hier die ganze Zeit so liebevoll baue, kaum sehen wird zum Schluss. Ja, der ist ziemlich weit hinten. Der ist hinter der Fabrik angebracht. Aber ich sag mal so, ich weiß, es ist da. Ich weiß, mir gefällt es und das ist völlig ausreichend. Und wenn ich mal dieses Modul hier abheben muss, weil im Untergrund ein Zug entgleist ist, da freue ich mich da auch jedes Mal dran. Vielleicht baue ich da noch mal ein bisschen mehr dazu oder noch mehr Details. Wer weiß, was mir alles später mal so einfällt. Auf jeden Fall habe ich hier Natursteine verwendet, die ich gesammelt habe. Das hatte ich mal bei einer Fahrradtour gemacht. Da hatte ich mir das Ganze hier zusammengesucht mit meiner Frau zusammen. Und die habe ich jetzt hier aufgeklebt, weil auch hier ist wie mit der Erde natürlicher als Natur. Das geht nicht. Also kommt da echte Steine hinten drauf und ich sag mal, die sind nicht viel schwerer, als wenn ich da jetzt mit Gips oder mit Spachtel gearbeitet hätte. Nur, dass es meines Erachtens schöner aussieht, weil es ist von der Natur geformt
Und ja, oder naturgeformt, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so Split oder sowas. Aber ist ja egal. Es ist zumindest natürliches Material. Das mag ich. Es ist natürlich relativ schwer geworden dadurch. Was aber gar nicht so schlimm ist, dass das schwer ist. Warum? Das werde ich dir natürlich im nächsten Video mit zeigen, in dem, wo es um die Elektrik geht. Das hat nämlich einen Grund, dass das so schwer sein sollte. Aber das zeige ich dir, wenn es soweit ist. Hier vorne sehen wir den Aufgang von dem Video 48, was ich nicht haben kann. Ah, Steineffektpaste habe ich jetzt hier. Und zwar ist das Acrylsteineffektpaste. Das habe ich aus dem Grund gemacht, da ich ja hier keine H0 oder 1 zu 35 baue, sondern, wie ihr wisst und vielleicht auch selber, baut die 1 zu 160 Spur N. Und da braucht man ein bisschen mehr Kleindetails. Und da war ich dann der Meinung, dass diese Steineffektpaste, die ich ja oben jetzt hier in dem Ausschnittvideo auftrage, das, was hier gerade reinfährt, da kann man meiner Meinung nach zumindest noch viel, viel kleine Strukturen rausholen aus den Steinen, die da jetzt noch nicht drauf sind, dass die Flächen nicht zu glatt wären. Gerade von dem großen Stein, was da hinter dem Häuschen steht. Das war zu glatt. Das ist jetzt für so eine Fläche, wenn ich mir überlege, was das Haus vielleicht in Originalgröße für eine Grundfläche hätte. Und das wäre alles so glatt da hinten. Das hätte mir nicht so wirklich gefallen. Hier hatte ich eben noch ein bisschen was weggekratzt und hier mal so ein bisschen eine Schwenkaufnahme von meiner Arbeitsplatte oder von meinem Basteltisch jetzt hier. Und hier kommen wir wieder auf diesen Wasch zu sprechen. Hier schreibe ich es wieder unten rein. Der elektrische Teil, den zeige ich dir im nächsten Video, weil hier stehen ja schon Laternchen mit drauf. Und weil das ja ein abnehmbares Modul ist, muss es ja mit Strom versorgt werden. Und da komme ich dann, wie gesagt, im nächsten Video mal drauf zu sprechen. Jetzt gestalte ich die Steine, nachdem die ja die Steineffektpaste bekommen haben. Werden jetzt die Steine natürlich, die sind ja alle so betongrau geworden. Das kann ich ja natürlich so nicht lassen. Jetzt hole ich ja ein bisschen was raus. Ich habe da vorher schon mit einer schwarzen Wasch gearbeitet. Die schwarze Wasch, die hat so ein bisschen 3D rausgeholt aus den Steinen, aber das reicht mir natürlich nicht hinten und nicht vorne. Deswegen musste ich hier mit Braun arbeiten. Das Braun ist intensiver als das Schwarz. Das Schwarz verläuft irgendwie mehr. Und deswegen habe ich da versucht, ein paar Konturen nochmal rauszuholen mit Braun. Man wird es später sowieso kaum sehen. Wenn ich nämlich alles noch gestalte, da wird ja noch mit Grünzeug gearbeitet, da kommt ja noch hier Streu und was weiß ich. Aber ist egal, weil ich bin auch der Meinung, dass die Details, die man so an der Seite sieht, die sind mir genauso wichtig. Und deswegen gebe ich mir da Mühe, auch wenn ich später gar nicht mehr sehen werde. Weil ich möchte einfach, dass jede Ecke irgendwo stimmt. Und wenn ich mir von euch die Anlagen so angucke, wer so Videos von euch drin hat, da gucke ich natürlich auch immer. Und ich sehe, ihr arbeitet ja alles selber genauso akribisch oder vielleicht sogar noch akribischer als ich. Also da gibt es ganz, ganz tolle Werke. Und ja, da bin ich auch öfters mal am Gucken und mache, wie macht ihr das so? Und dann hole ich mir ein paar so Gedanken oder ein paar Ideen, die ich mir abgucke. Ich habe auch gehört, das machen bei mir manche auch. Die gucken da rein und einer hat mich sogar mal gefragt, ob man das bestimmte Sachen nachbauen darf. Natürlich darf man das nachbauen. Ich habe hier kein geistiges Eigentum, was ich hier habe, an meinem bisschen Kram, was wie gesagt sowieso hunderte andere auch machen und vielleicht sogar noch besser. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Und ja, jetzt habe ich das Ganze hier so ein bisschen abgetupft, um den Ganzen noch ein bisschen eine weitere Struktur reinzukriegen. Jetzt kommen wir zu dem Light Gray, also zu dem Hellgrau, die Farbe. Ich weiß gar nicht, ja, wir sehen es jetzt hier vorne. Und zwar habe ich da den Bereich unter diesem Aufgang bemalt. Das sollte so sein, als wenn da das rangebaut worden ist. Da kam dann halt diese Pfeiler darunter, diese Holzteilchen darunter und als wenn das so mit Beton verschmiert war und als wenn da noch diese Balken angebracht worden sind. Ob es mir gelungen ist, ich weiß es nicht. Jetzt kommt hier noch der, das Trockenbürsten nennt man das ja wohl. Oder granulieren, da gibt es verschiedene Ausdrücke wahrscheinlich. Auf jeden Fall kann man so ein bisschen die Kanten da rausholen noch von diesen Oberflächen, gerade von den Steinen, dass da noch ein bisschen 3D-plastischer Effekt rauskommt. Ja, ich fand es recht nett. Ich habe das halt immer so auf meiner Hand. Hier sehen wir es gerade so ein bisschen probiert. Man will ja nicht zu viel Farbe auftragen. Ich wollte die Steine nicht mehr streichen. Ich wollte sie ja lediglich die scharfen Kanten etwas betonen. Und da male ich das mal so ein bisschen auf die Hand und dann sehe ich, dass auch nicht zu viel wird. Und da gibt es so, ja, den Trick habe ich mir auch irgendwo mal abgeguckt. Funktioniert sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Und ich finde, die Steine sind recht hübsch geworden. Das macht sich recht gut. Und gerade wenn wir das zum Schluss dann nachher fertigstellen, wenn dann eben mit Grün noch gearbeitet wird, mit Bepflanzung gearbeitet wird, mit einzelnen Details noch rausgeholt wird, passt.
Ja, der Teil 2, Beginn des neuen Abschnittes. Und zwar, ihr kennt euch oder wer mich abonniert hat, meine Abonnenten werden sicherlich wissen, ich hatte ja vor einiger Zeit mal eine Brücke gebaut für den Bahnhof Dobbingen. Und diese Brücke habe ich hier als Basis genommen. Das ist alles 3D ausgedruckt. Die Brückenkörper, die wir oben sehen, hier diese Stahlträger, die ich gerade mache, das ist alles aus einem 3D-Drucker. Die Brücke ist aus jeweils zwei Teilen. Die habe ich zusammen gemacht. Da habe ich kleine Löcher mit reingedruckt. Die werden dann mit einem Zahnstocher verbunden. Und jetzt klebe ich hier so eine Art Trägermaterial, wie auch immer, also so eine Dinger da unten auf, die ich optisch recht hübsch fand. Die habe ich so ein bisschen abgerundet. Ob es das in echt gibt, ich weiß es nicht. In echt gibt es auch keine Steampunk-Ära, deswegen fand ich es ganz nett. Habe das da unten drunter gebaut. Ich finde, es sieht hübsch aus. Und wie gesagt, ich habe das dran geklebt und habe ich das mit so kleinen Halterchen da, dass das schön gerade wird alles. Und dann kommt auf die rechte Seite, hier sehen wir es im Komplett noch weiter. Es geht nicht ganz bis rüber, weil da die Straße drunter kommt, die vom Fabrikmodul rüberführen wird. Ja, das wollte ich euch noch schnell zeigen, weil das ist, wie gesagt, der neue Abschnitt, der begonnen wird. Dann geht es wahrscheinlich zu dem nächsten Bahnhofgelände weiter, was dann da oben kommt. Das zeige ich aber alles noch separat. Ich wollte nur mal ein bisschen anderes Videomaterial hier reinbringen. Hier habe ich es jetzt schon grundiert mit meiner grauen Farbe, so dass man dann schön die nächste Grundierung auftragen kann. Dann kommt dann Schwarz drauf, dann kommt Rost drauf und so weiter und so fort. Und das möchte ich euch natürlich jetzt hier, wie gesagt, mal zeigen, was ich angefangen habe. Ich finde die recht hübsch geworden und wenn die noch gealtert sind, dann sehen die richtig top aus. Aber wie gesagt, da kommen wir dann mal in einem der nächsten Videos mit drauf. Hier male ich sie schon in der ersten Grundierung in Schwarz an. Das ist reine Acrylfarbe Schwarz. Die wird ganz matt. Die soll wirklich nur drauf, dass die Brücke, die ja eigentlich schon mal schwarz war, wieder schwarz wird. Weil was soll ich mit so einer hellgrauen Brücke? Das passt ja gar nicht in meinen Themenbereich von meiner Anlage mit rein. Und hier habe ich sie jetzt schon schwarz fertig. Meine Finger habe ich gleich mit schwarz gemacht bei der Gelegenheit. Und das glänzt hier noch, weil die Farbe frisch ist. Wie gesagt, das ist nachher dann richtig, richtig matt. Und dann geht's mit dieser Sache dann entsprechend demnächst weiter. Dann würde ich sagen, macht schön gut, dein Aquapainter AKOli. Bis nächste Woche. Tschüss.